Der Jubel war riesengroß bei Phoenix Racing nach dem 5. Saisonlauf der BF Goodrich Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring. Frank Bieler, Hans-Joachim Stuck und Marc Basseng erkämpften mit konstant schnellen Rundenzeiten den ersten Tagesgesamtsieg für den Audi R8 LMS. Also das war es, glaube ich, schon relativ verdient. Mit ein bisschen Glück am Ende mit dem Regen, es wäre knapp mit Benzin geworden. Aber wir haben das zu dritt, glaube ich, gut nach Hause gefahren. Wir haben das Auto auch wirklich stark verbessert. Und ich glaube, der verdiente Lohn einer langen Arbeit. Bis zum ersten Tankstopp dominierte aber Dirk Adorf auf dem Ford GT das Geschehen auf der Kombination aus Nordschleife und Grand Prix-Kurs. Schon im Zeittraining hatte er mit 8 Minuten 9 eine Jahresbestmarke gesetzt. Christian Mamero und Frank Bieler folgten auf den Positionen 2 und 3. Doch nach den Tankstopps und Fahrerwechseln veränderte sich die Situation. Hermann Thielke konnte den Speed der Profi-Piloten nicht mitgehen. Der Ford fiel bis auf Position 5 zurück. Um die Spitze kämpften jetzt Dirk Werner und Hans-Joachim Stuck. Habe ich einmal angeklopft, hat dann schon mal gedroht, habe gleich einmal nachgeschoben. Und ich wusste, ich kriege ihn nur irgendwann, wenn ich ihn austrickse. Und er macht wirklich den Kardinalfehler. Fährt da unten die Kurve von rechts an, überholt einen von rechts an. Ich bin links einfach reingestochen, auf gut Glück und war vor. Ja, sowas Geiles, wo gibt's denn sowas? Danach setzten sich Stuck und später Marc Basseng bis auf 50 Sekunden von Werner und Mamero ab. Doch den Phoenix Audi R8 LMS drohte kurz vor Schluss des vierstündigen Rennens noch ein Tankstopp. Dazu kam es allerdings nicht, weil das Rennen wegen eines Unwetters im Bereich Hohe Acht bis Brünnchen in Runde 25 abgebrochen wurde. Der Sieg für Audi war perfekt.